Tja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir und Sachsen Let's Play hier auf der Hengstedt modifiziert Map. Ah, und ich kriege echt eine leichte Krise, aber ne, sowas von extrem leichte Krise gerade mal. Das Ding will einfach kein Gas gehen. So, hoffentlich ändert sich jetzt hier irgendwas dran. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal Gewicht drinne. Aha. Aha. Jetzt kommt anscheinend mal wieder ein bisschen Grip auf. So, hier vorne habe ich jetzt den Mond drinne. Wir suchen uns noch das Weizenlager und plündern das ebenfalls. Hier. Weizen. Kann natürlich jetzt hier nicht eingestreut werden, aber in den zweiten Hänger. Sehr schön. Ja, 22 Uhr, stockfinster. Zack, hätten wir das auch geklärt. Da ist fast alles erntereif. Ich denke mal, in der Früh können wir anfangen damit. Bevor ich jetzt hier irgendwie am Bahnhof mache und mich da wieder vergebens anstelle, mache ich eh mal zum Landhandel, denke ich mal. Weizen am Landi bringen scheiße wenig Geld. Moment. Am Bahnhof in der Brennerei bringt 1002. Exporthafen nimmt erst gar nicht an. Gasthof zahlt 1000. Landi zahlt 1118. Ja, naja. Und die. Ach, die Mühle. Die Mühle zahlt 1300. Ja, die Mühle ist aber da oben. Also die komplett falsche Richtung. Und die Mühle wird sicherlich keinen Mond an. Ja, doch. Ah, nee. Nee. Ach, wir fahren runter, würde ich sagen. Wir fahren runter. Und da hatte ich das. Ich war eigentlich permanent diesen PDA hier zu kriegen. Also ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Mich kotzt das gerade selber hier so extremst an. Fahren wir halt jetzt ohne, wenn es da unbedingt besser ist. Ja, anscheinend ja. Ist nicht, ey. Sind die Gewichte zu schwer? Aber leider sind die Gewichte zu schwer. Hatte ich auch noch nie gehabt. So. Ja, eine rote Ampel. Wir ersparen uns mal zur Sicherheit die 300 Euro Strafzahlung. Also das erste, wir müssen mit dem zweiten Hänger müssen wir. Mit dem zweiten Hänger müssen wir zum Landhandel, mit dem ersten zum Exporthafen. Ach schön, neuer Tag, 36.000 minus, das kriegen wir vielleicht gerade so raus, es ist zum Kotzen. Moment, 30. Und der Händler macht ja auch erst wieder 8 Uhr morgens auf. Ganz ehrlich, bei 37.000 scheiße ich auf die 300. Ja, bitteschön, ist mir relativ egal. 37, geschissene 1000 wieder im Minus. Ja, und der Trecker, der fährt du extrem gut. Und ein gutes Fahrverhalten habe ich noch nie. Wusa. So, halt. Den Weizen wollte ich ja an der Gaststätte mit wegbringen. Hier hat man mir gerade mal nicht mal die Gelegenheit gegeben, auszuweichen. So, hier hinten ist jetzt die Gaststätte. Nee, Gasthof ist hier hinten, ist auch nicht verkehrt. Ach, da hinten. Ja, gut, warum nicht? Ja, ihr seht, der lenkt extrem beschissen. Ist halt jetzt wieder zu schwer. War halt am Anfang zu leicht. Jetzt ist es halt. Nee, am Anfang war es zu schwer. Jetzt ist es wieder zu leicht. Und ja, hin und her, tralala, tralala. Was geht denn jetzt ab? Sagen wir jetzt nichts von Verladezeiten. Nördlicher Hof. Denken Sie daran, dass es Ablademöglichkeiten gibt im Laden der Flüchtlinge, müssen Sie Ladesilos besitzen. Ja. Das ist einfach nur ein Hof. Stand hier nicht was von Gasthof? Ah ja, alles klar.
Gut, wir haben unseren zweiten Hof entdeckt. Rückwärts. War auch gut zu wissen. Weil wusste ich nichts davon. Haben wir jetzt hier noch einen zweiten nördlichen Hof. Wir haben halt auch noch ein paar Silos. Wenn wir uns jetzt so richtig erkauen. Ja, komm. Krieg einen Held. So. Ach du heilige Scheiße. Wie weit sind wir denn im Überzug? Gut Leute, das war's mit der Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein. Tschüssi. Tschüss. Ja, Big Fail würde ich mal sagen. Es ist schon scheiße, wenn man die Uhr nicht zurücksetzen tut. Es waren ja gerade mal 5 Minuten. Oh Gott. Entschuldigung. So, halt, Gasthof, darum. Ja. So kriegt man auf jeden Fall die Kurve. Fahr ich jetzt hier eher außerhalb rum, ey. Das ist so scheiße, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Nur noch zum Aufregen aktuell hier. Ja, naja, jetzt krieg doch mal, du Humpe. Ja, genau. Krieg doch mal, du. Ja, siehst du, und jetzt macht er ihn auf Hütchen hier. Das ist das, was mich einfach nur ankotzt. Man muss schnellen. Ich denke mal. Schön, das ist geil. Ich bleibe jetzt hier stehen. Dabei wünscht ihr was hier. Was ist das? Wir haben geschlossen. Das interessiert mich eigentlich eher weniger, ob ihr geschlossen habt. Ja, doch, das ist doch. Na, wie ihr habt geschlossen? Von 4.30 Uhr bis noch was? Na, oh. Dann mache ich eure 4.30 Uhr mal. Ey, nee. Nee, Leute, was geht denn hier ab? Das ist doch nicht mal feierlich. Ja, das ist Gasthof, alles schöne Sache. Gasthof hatte ich ja bloß gerade mal entschieden, wir machen erst ab 4.30 Uhr auf. Alleine so ein kleines Feld hier, ja, wirklich so ein kleines, beschissenes Feld, kostet uns knapp 10.000. Wir können es nicht kaufen. So, 4 Uhr, da haben wir es jetzt gleich wieder auf 4.30 Uhr. Ja, natürlich, ich blockiere mal wieder, ganz klassisch. So, na, jetzt macht eure Facetten hier auf. Bevor ich sauer wäre. Clear. Ich frage mich immer noch, was das hier im Lock so genau ist, aber egal. Ja, hallo. F1, Bank von Hengstedt einsteigen. Ja, Geräteauswahl, bla 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 bla. Ich meine, dürfen wir jetzt so hoch, oder? Hey, hier von alten Fritzen, dann fahr mal zu hier. Sehr schön, hat der Trigger nicht so ganz hingehauen. Es ist unglaublich, wie es einfach nicht gehen will. Jetzt rum mit deiner Es ist so leicht. Meine Fresse. Ja, ne, ehrlich. Ich bin ja nicht da, um Mohn hier abzutransportieren. Und da euren scheiß Weizen hier reinzuschmeißen. So, hat uns gerade mal 10.000 gebracht. Herzlichsten Glückwunsch. Bin eigentlich schon kurz davor, hier so einen Scheißhänger einfach hier dastehen zu lassen. Und jetzt geht die scheiß Schranke nicht auf. Sag mal, muss ich hier erst konsequent ausholen oder. Und das ausholen. Ey, oh, Alter, ich krieg bald keine Wusa mehr hier. Ich krieg ja bald Zustände, ja. Zustände, aber keine Wusa. Also müssen wir in einer gewissen Geschwindigkeit da durchbrettern.
Ich sagte, das sieht so abnormal bescheuert aus. Und das ist der zweitstärkste Traktor im ganzen Spiel, ja, von den Standardfahrzeugen, wohl bemerkt. So. Jetzt würde ich sagen, übers Feld, Abrichtung, ja, genau. Ich stell den zweiten Hänger jetzt so einfach mal komplett ab. Also mal komplett ab in dem Sinne. Ja, jetzt kriegt doch die, ja. Oh, ich könnte, ihr wüsstet gar nicht, was ich gerade alles könnte. So eine elende Blödscheiße hier. Ich stell das Scheißding jetzt hier ab, du, das kannst du wissen. Ja, jetzt beruhig dich, wir haben nur 10 km/h. Ich könnte so schreien, ganz ehrlich, aber es ist kurz vor 5 Uhr morgens, ich kann's nicht. So, fick dich. So, jetzt geht's ab hier zum Export. Ja, am besten gleich querfeld ein. Alleine bei Einhängern, ja, mit 21.000 Volumen kriegt er einen Fötchengang. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ohne Scheiß mal, soll ich diese Quattro-Dinger kaufen oder was? Diese Case-Steiger oder was? Mann! Oder noch besser, ja, das ist wohl die beste Idee, die ich machen werde. Zu meinem Geburtstag, der wohl bemerkt am 9. August ist, ne? Schenkt mir hier drinnen so ein ganz mysteriöser Mann einfach mal wieder 1 Million. Und bei dieser 1 ganzen Million rüsten wir unsere Dinger wieder auf. So, wisst ihr, was dann ist? Dann kaufe ich mir so einen scheiß MAN-LKW. Der kann die Dinger wenigstens ziehen. Versteht ihr? Das ist auf jeden Fall noch 3-mal besser als wie dieses bescheuerte Rumgekruse hier. Ey, so was Bescheuertes. Ganz, ja, komm, komm! Und dann wundern hier 37 beschissene Prozent. Wir waren erst in der Werkstatt. 24.000 Schulden haben wir da wegen noch. Das wird das jetzt hier ohne komplett einreißen. Da kommen wir vielleicht gerade mal wieder so ins Plus. Wenn denn überhaupt. Achtung, gefährliches Gut wird umschlagen. Freigabe ca. 6 Uhr. Ja, dankeschön. Dann mache ich mal 6 Uhr draus. Gefährliches Gut wird umgeschlagen. Ah ja. Ich weiß zwar nicht, also wenn ich da jeden Tag mein Mohn und mein Hafer und meine Gerststunde alles hinschaffe und in der Nacht werden da irgendwelche atomaren Abfälle da transportiert, das gibt mir auch eine, würde ich sagen, eine gewisse Sicherheit am Verbraucher. Aber naja, gut, okay. So, 6 Uhr morgens, ich denke mal, hier muss ich erst wieder mal extrem mit, nein, es geht auch so, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, hier extrem mit Schwung, ach, Nebel, wunderbar. Passt aktuell zur Stimmung. Na ja, das war schon fast wieder. Musst du, Ösi sagt immer, ich soll Wusa machen, ne? Aber hier hilft auch kein Wusa mehr. Das ist aktuell unschön. Und er kriegt die Kurve nicht. Die blöde Sau kriegt diese elende, blöde Kurve nicht. Ja, nee. Och, Junge. Los jetzt. Komm, go, go, go. Naja, wir können unsere Bilanz teilweise ein bisschen aufmuntern. 9000 plus und ein
Ja, wenigstens 9000 plus, wie lange, selbst wenn ich das Ding ja hier eben gleich genau bam in der Reparatur geben muss, ist die Kohle eh wieder weg. Ah ne, also ohne Scheiß, wir müssen uns den MAN holen, nee, sonst war das nichts. Es hieß immer, mach Allrad an, ne? Jetzt habe ich zum Beispiel Allrad an. Und merke, dass sich das im Allrad erstens nicht schneller steuern lässt, zweitens genauso sehr bescheiden. Ne, wir brauchen diesen einen MAN-LKW. Ich sag doch, sobald. Ich werde mir mein Geburtstagsgeschenk mal vorzeitig auszahlen lassen. Falls einer fragt, von wem das Geschenk überhaupt kommt, es kommt logischerweise von mir selber. Ich meine, gut, mit Allrad hebt er wenigstens nicht allzu schnell ab, aber wie gesagt, ich habe aktuell hier 23 km/h. Das ist eine 60er-Maschine, ist das hier, ja, also wirklich eine absolute 60er-Maschine, die müsste rumpen und rammelt hier gerade mal bei der Hälfte rum. Und das ist absolut nicht mehr feierbar. Naja, gut, klemmen wir jetzt noch hier hinten den restlichen Spaß dran, sprich unseren zweiten Anhänger, den ich ja voller Stolz und voller Wut hier hinten oben abgestellt habe. Und dann sehen wir zu, dass wir noch mal ein bisschen Kohle reinkriegen. Ich meine, Anreiz ist ja immer da, 1 Million, das geht bei den ganzen Ausgaben, die hier aktuell sind, sei es nur Fahrzeugdinger oder Kreditzinsen, die gehen so schnell weg, glaubt mir. Das wird gar nicht ins Gewicht fallen. Oder im Endeffekt, ich cheat es mir dazu und cheat es dann einfach wieder weg. Und dann ist fertig aus die Laube. Und kauf mir gegebenenfalls noch ein paar Felder. Das wäre wohl an sich besser. So, hier hinten steht meine Karre und ach, da mache ich jetzt da auch Feierabend, würde ich mal meinen. Einfach mal kurz so rumdrehen. Beziehungsweise hier so ran und dann halt rückwärts ran. Kann ja jetzt eh wieder was werden, das rückwärts gefahren. Ja, zumal ich eh viel zu weit weg bin. Wunderbar, und in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich und danke fürs Zuschauen. Bis dahin im nächsten Part und ich denke mal, dann wird alles besser. Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. Bis dann, tschüdelü.